Ja, meine werten Freunde, und da sind wir zurück bei etwas 2 mit dem Skyline. Hi. Ja, jetzt tauschen wir die Rollen, wa? Jetzt tauschen wir die Rollen? Ja, ja. Jetzt tauschen wir die Rollen. So, okay. Jeder betritt für sich selbst die Instanz, würde ich sagen, ne? Ja, können wir machen. Mir ist das egal. Gut. Boah, ich weiß nicht, sonst sieht das, musst du nämlich die Quest nämlich zweimal spielen oder sowas. Wenn du jetzt bei mir nicht mitmachst, musst du nämlich für dich selber auch nochmal spielen. Das macht ja keinen Sinn. Daher machen wir jeder für sich selber jetzt so in einer Art und Weise. Aber bei mir werdet ihr natürlich die besseren Szenen sehen, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, ja, klar. Das ist klar. Okay, also ich betritt jetzt die Instanz. Abbrechen. Was ist los? Nee, ich muss dann aus der Gruppe raus. Nein, nein, musst du nicht. Instanz betreten. Ich muss einfach nur ablehnen. Okay. Fahnenflüchtige. Achso, und wie ihr sehen könnt, habe ich mal ein bisschen Skin mal kurz verändert. Farbtechnisch. Weil es so lange gebraucht hat. Mann, warum arbeitet ihr jetzt für Ridlock? Ich will nicht für Ridlock arbeiten. Arbeite schon mit anderen Figuren. Warum nehme ich jetzt Befehle von der Blutlegion an? Ich gar nicht zur Blutlegion. Goddammit. Ich habe alles mitgehört. Oh, Entschuldigung. Stimmt, ich sollte auch mal Kopfhörer aufsetzen. Warte mal. Daran habe ich jetzt nicht gedenkt, siehste. Scheiße. War auch schon die ganze letzte Folge so. Ja, das ist, gerade ein bisschen blöd. Ja, schmeißt alles runter. Nur weil ich Kopfhörer aufziehen will. Unprofessionell! Einmal Profis arbeiten. So. So. Scheiße, sorry, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hab's echt verpasst. Einmal mit Profis arbeiten, ey, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, bist du fertig mit deiner... Ja. Wo bist du denn? Ich bin schon ein bisschen weiter. Ey, das ist mir. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ganz nach hier hinten. Super, in ein Gebiet, wo ich noch gar nicht war. Da war ich schon. Ach, stimmt, ich hab die ganze Katze erkundigt. Ah, ich brauche nicht mehr viel. 2 Herzen, 3 Wegmarken, eine Sehenswürdigkeit, ein Fertigkeitspunkt und 2 Aussichtspunkte. Dann bin ich damit auch fertig. Sushi? Was? Sushi? Sushi? Was? Sushi? Wo? Ja, Sushi, so hast du ja gerade einer. Das ist Sushi. Ich will in diese Dungeon hier drin rein, die ich in der Nähe ist. Das schaltest du ab Level 45 oder was frei. 40, 45. Was? Okay, dann nicht. Dann habe ich nichts gesagt. Ich kann jedenfalls mit meiner Elijah rein. Aber für jedes unterschiedliche Level kriegst du halt auch unterschiedliche Verliese und sowas frei. Ja, macht Sinn. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, Instanz betreten. Soll ich mit? Nein, du musst ja dein eigenes machen, oder nicht?
Es kommt natürlich jetzt drauf an, was für einen Vater du gewählt hast. Keine Ahnung. Okay. Ja, Hulk Geilschlag, wer warst du denn nochmal? Clement Gabelschwanz. Nehmt euren Vater, Clement Gabelschwanz, und schlachtet ihn ab. Du musst deinen Vater töten? Nein, in Gewahrsam nehmen. Aber er ist für mich kein Unterschied. Achso, ich muss nämlich auch meinen Vater jagen. Da haben wir den gleichen, da haben wir den ehrenlosen Vater beide genommen. Endlich Bogenschützen! Pam! Pam! Noch mehr Harpien, leck mich schon. Wir haben erstmal die Harpien verkloppt. Als Distanzkämpfer ist es wesentlich einfacher. Vater! Okay. Boah, so einen geilen Auftritt hat noch keiner hingelegt. Klar, ich. Du bist nicht mein Vater, du bist ein Weib. Hier bin ich männlich. Bei dem Desertionsfall zu unterstützen. Glaubt Brimstone etwa, wir kämen nicht alleine mit einem lausigen Verräter klar? Ihr seht das falsch. Ich bin hier, weil Valos mein Vater ist. Der Tribun glaubt, dadurch könnte ich eine andere Perspektive beisteuern. Wenn es das ist, was der Tribun wünscht, aber wir müssen uns beeilen. Mein Trupp ist festgenagelt und die Geister versammeln sich für einen Angriff. Schon dabei. Mein Trupp wird durch diese Geister stoßen wie ein Dolch durch seine... Klopp, klopp, klopp. Okay, kann weiterreden. Okay. Bleib mal stehen. Bam, 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 bam. Das ist mal ein flächendeckender Schaden, ey. Mit den Scheißen, nicht mit dem... mit dem Schwert mache, Alter. Musst du keine Harpien jagen? Nee, ich muss gerade Geister bekämpfen. Okay. Battlen, battlen, battlen. Der Charakter lief gerade wirklich, als wenn ihn jemand auf Fuß gepinkelt hätte. Schade eigentlich, jetzt hätten wir, hätte ich das gewusst, dass wir doch zwei unterschiedliche Missionen hätten, hätte ich gesagt, komm, lass uns noch jeder die andere machen. Dann hätten wir wenigstens schön, ja, alles zeigen können. Naja. Nächstes Mal. Nee, ab einem gewissen Punkt versammelt sich wieder alles, glaube ich. Ab einem gewissen Punkt ist es überall die gleiche Mission. Oh. Erstmal ist es eine legionbezogene Aufgabe, danach ist es eine vaterspezifische Aufgabe. Und danach ist es bei jedem Volk, bei jeder Legion oder was weiß ich, jeder Gruppierung. Das ist Faggot! Kurz hier heilen. Ach, da hinten sind die ja. Anscheinend haben wir die Geister besiegt. Alter, wie schwul das aussieht, wenn die einen hinterherlaufen. Kaum hinterherkommen, ey. So, ich bin da. Was ist das denn da? Oh, Videosequenz! Valos Nachwuchs. Offenbar will uns Tribun Brimstone im Auge behalten. Also haltet lieber die Klappe, wenn ihr euch nicht in irgendeinem Bericht wiederfinden wollt. Ist mir Schnuppe. Ich stand schon in vielen Berichten. Und ihr habt uns bei diesen Geistern den Hintern gerettet, Legionär. Wenn ich helfen kann, fragt einfach nach Hasta Scharfmähne. Klar. Erstmal brauche ich Details. Warum hat mein Vater den Götzen an sich genommen? Separatisten haben uns überfallen. Sie nahmen Seth Rick als Geisel und versprachen uns sein Leben im Tausch gegen den Götzen. Ich habe abgewogen. Die Separatisten würden ihn keinesfalls am Leben lassen, schon gar nicht für einen ehrenhaften Austausch.
aber Valus wollte das nicht einsehen. Wenn Valus ihnen geglaubt hat und den Handel durchführen will, wo wäre er dann? Fragt im Ashford-Forum herum. Valus trinkt da gerne mit seinem Normkumpel Fippar. Vielen Dank, Haster. Diesen zwielichtigen Typen hatte ich ganz vergessen. Wenn der was weiß, wird er es mir erzählen. Dafür sorge ich schon. Bis dann, Legionär. Das war's. Oh oh. War ja lächerhaft. 11 Präzision, Zustandsschaden und Kraft. Präzision brauchen wir, ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen Kraft. Also ich musste voll viele Monster kloppen, ey. Annehmen. Jetzt muss ich wieder in die Zitadelle. Okay, ich muss jetzt noch ein bisschen durch die Gegend hier rennen. Eine heiße Spur muss ich jetzt aufführen. Aufsuchen. Brennt sie? Sie ist schon ganz heiß. Ha! Gay! Ha! Gay! Achso, hätte ich auch einfach so verlassen können. Muss am Ende noch voll viel gegen solche Viecher kämpfen. Wow, what the fuck? Wo kommen die jetzt? Aua! Nein! Jetzt haben nämlich die Schweine. Verbrennen. Ja, komm, wir verbrennen es einfach mal. Bäm, ich hab's verbrannt, ihr Schweine. Mit irgendeinem Arsch habe ich damit geholfen. Wir werden mal kurz das Ding hier mal einnehmen, damit ich einfach schon mal eine Teleportmöglichkeit habe. Oh, hier ist ein cooles Gruppenevent. Also hier könnte die nächste cooles Gruppenevent sein. Okay, okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin, okay. Teleportieren. Ich habe so viel Kohle. Ich bin in der nächsten Dings da. Wie ist denn das nochmal? Instanz. Ja, ich bin jetzt auch bei der nächsten Distanz-Instanz. Ja, passiert auch was? Jetzt. Ihr müsst das Junge von Valus sein. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Valus war wie ein Bruder für mich. Was mich fast zu eurem Onkel macht. Dann seid ein netter Onkel und sagt mir, wo ich ihn finde. Es ist zu seinem eigenen Schutz. Ich bin nicht überrascht. Er ist durchtrieben. Sogar für einen Mesmer. Der Ärger folgt eurem Vater wie ein zweiter Schweif. Diesmal ging es um einen seiner Freunde, der von Separatisten gefangen genommen wurde. Wir wollten ihn mit einem Götzenbild freikaufen, wurden aber von Ogern überfallen. Ich bekam den ersten Schlag ab und ging zu Boden. Sie schnappten sich das Götzenbild und Valus verfolgte sie allein. Der Ogerkral liegt nordöstlich von hier. Wenn ihr Valus und das Götzenbild wollt, beeilt ihr euch besser. Euer Vater wird jede Hilfe brauchen, die er kriegen kann. Euer Vater war wie ein Bruder für mich, was mich dann auch zu eurem Onkel macht. Dann seid ein netter... So, jetzt. Jetzt will ich auch nicht mehr. Super, jetzt haben wir sogar noch ein Event hier in der Nähe. Komm, machen wir jetzt einfach mal gerade mit, oder? Boah, Level 4, ey! Alter! Eben gerade habe ich mit so einem Norm reden müssen. Euer Vater war wie ein Bruder für mich. Das macht mich zu eurem Onkel. Dann seid ein netter Onkel und sagt mir, was mit ihm passiert ist. Okay. Alter, was sind... Schöne Aussage, ey. So, nächste Instanz. Eine heiße Spur. Was? Was? Wir haben dies hier, Boss. Aber keine Sorge, Boss, sagt er jedes Mal. Ich verstehe es mal. Ich hab dies hier, Boss. Immer Peitschmähne. Worauf zeigst du?
Scheint mehr als du, Waffe. So, Videosequenz. Mein Gott, Alter. Wallos Rauchmähne. Ich kann es kaum erwarten, euch vor ein Militärtribunal zu stellen. Nach dem Gesetz der Hochlegionen verhafte ich euch wegen Desertion. Ihr begeht einen Fehler. Cesric lebt noch. Und der Götze ist unsere einzige Chance, dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Er ist einer von uns. Wir müssen es versuchen. Hört mir zu. Alle sind hinter dieser Götzenfigur her. Und das heißt, sie hat Macht. Wir dürfen sie nicht in die Hände der Separatisten oder der Söhne Svanias fallen lassen. Bevor wir irgendwas anderes machen, holen wir erstmal den Götzen zurück. Wallos Verhaftung kann warten. Mein Einsatz, meine Entscheidung. Ich übernehme die Verantwortung, wenn es schief geht. Hi! Jetzt muss ich mit meinem Vater hier durch die Gegend smashen. Bam, 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 Alter, mit einem halben Schuss ist auch die Helm direkt down. Okay. Muss zum Schädeldreher. Schädeldreher? Ja. 18 Schädeldreher heißt der. Netter Name. Video, pst. Toll. Boah, weh, lächerlich. Ich bin voll ein dummer Charakter. Oh, Videosequenz, mal wieder. Beschäftigt den Anführer. Ich schnappe mir den Götzen und warte vor dem Lager auf euch. Niemals. Ich lasse euch nicht aus den Augen. Keine Zeit für Streitereien. Cesric ist tot, wenn wir jetzt nicht etwas tun. Das heißt hier Streitereien. Ich bin der Anführer, du dummes Arsch. Wenn ich sage, du sollst warten, dann sollst du vielleicht warten. Und nicht mit mir diskutieren. Befehlsverweigerung hier auf höchstem Niveau, Alter. Trefft euch, der ist doch schon über alle Berge, ey. Wir haben zwar nur ein paar Sekunden gebraucht für den Boss hier. Das hat auch gereicht. Ganz deiner Meinung. Ja, mein Charakter wollte nicht der Flammenlegion beitreten. Warum das denn nicht? Keine Ahnung. Hätte keinen Bock. Voller Pisser. Huch! Videosequenz, mein Gott! Dieser Erbärmliche! Er hat uns schon wieder reingelegt und ist abgehauen. Cesric ist tot, aber Wallos macht uns weiterhin zu Narren. Ich wusste, dass das passieren würde! Warum sollte er das Götzenbild nehmen, wenn es keine Chance gäbe, dass Cesric lebt? Er versucht weder es zu verkaufen, noch zu behalten. Er versucht damit, seinen Truppkameraden zurückzuholen. Das ist eure Version der Geschichte. Ich sage, wir finden erst Wallos und dann die Wahrheit heraus.
Seine Illusionen werden ihn nicht vor mir retten. Ich werde später das gesamte Gebiet durchkämmen lassen. Früher oder später werden sie eine Fährte finden. Ich treffe euch in der schwarzen Zitadelle, wenn ich mehr weiß. So, das ist auch abgeschlossen. Was kriegen wir jetzt? Ui, neuen Bogen! Cool, jo. Ein Kurzbogen, Kurzbogen und ein Langbogen. Nehmen wir auch den Langbogen. Was will ich denn mit dem scheiß Kurzbogen? Cool, jo. Und ein Level Up. Level 21. 6 Heldenpunkte, Kernspezialisierung und Eigenschaft freigeballert. Jetzt kann ich euch das mal gerade zeigen. Helden. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf sind, ihr seht jetzt dieses hier Spezialisierung, das ist jetzt freigeschaltet. Dann kann ich jetzt draufdrücken und eins von diesen Dingern auswählen im Endeffekt. Ich kann jetzt zum Beispiel die Schießkunst und dann kann ich jetzt zum Beispiel mal trainieren. Ja. Bumm. Dann ist das hier frei. Und kann ich jetzt hier auswählen. Bam. Und jetzt kann ich halt auch noch unterschiedliche, weil du hast ja mehrere Sachen, die du halt da freischalten kannst. Und dann gibt's erst, kannst du dir einen zwischen dreien auswählen, dann geht er wieder auf einen, dann kannst du wieder zwischen drei auswählen, dann geht er auf einen. Aber ihr könnt das also immer wieder hin und her wechseln. Ihr seid also jetzt nicht nach irgendwas gebunden. Und ich würde sagen, wir pumpen da jetzt erstmal ein bisschen was rein. Damit ich ein bisschen Auswahl habe. Habe jetzt also die zwei, jetzt kann ich eins davon wählen, was aktiviert sein soll und sowas. Und, ja. Ihr und euer Zielgefährte werdet größer, verursacht mehr Schaden und erhaltet Stabilität. Bis jetzt ist er dir verbunden und sowas. Und so wird es jetzt immer und immer weiter gemacht. Das heißt, da ich eh diese beiden noch nicht freigeschaltet habe, kann ich erstmal alle Kernfähigkeiten hierauf konzentrieren, alle Kernspezialisierung und dementsprechend dann so vorwärts kommen. Und ja, was war das denn hier? Schenken. Ein Hieb mit einer Kette, was? Ach, was auch immer. So, ach, ich muss ja wegfahren, ne? Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hab noch 8 Minuten. Hast du 8 Minuten Part, oder wie? Ja, 8 Minuten, dann machen wir erstmal Folgenpause mäßig. Ja, komm. Ja, 8 Minuten. Ach, die anderen Folgen haben Überlänge, weißt du? Das gleicht sich aus. Richtig, die anderen haben Überlänge. Ne, diesmal müssen wir gucken, dass wir ein bisschen pünktlich mal. So, jetzt trainiere ich das erstmal ein bisschen fertig. Und dann machen wir später weiter. So. Ja, Aschwurz verlassen. Aschwurz. Gleich Level Up. Jetzt Aschwurz. Erst. Pff, ich bin schon Level 1. Ich habe Aschwurz gesagt. Aschwurz. Aschwurz. Ja. So, warte mal. Jetzt muss ich wieder mich wegbeamen zur nächsten Instanz beamen und die Geschichte weitermachen. Oh oh. Ja, Instanz betreten. Heldenbezirk. Also mein Bezirk. Schnauze. Ich hab mehr in Guild Wars erreicht als du. Wen meinst du jetzt? Dich! Ich zock ja auch kein Guild Wars. Ja, dann will ich mir mal über. Hä? Willst du mich verarschen? Ja. Ach, hier ist die Person. Gar nicht zu sehen. Okay, Videosequenz, Jasmir. Die 2.394.000. Gute Neuigkeiten, Legionär. Es hat lange gedauert, aber meine Späher haben euren Vater endlich gefunden. Er versteckt sich in der Nähe der Dunkelfelsschlucht. Wenn wir schnell sind, können wir ihn festnageln und aufhalten, bevor mehr passiert. Gut, wir treffen uns in der Schlucht. Tut nichts, bis ich da bin. Sollte Valos tot sein, wenn ich komme, seid ihr um einen Kopf kürzer. Boah, was für eine Ansage, ey. Das war eine Ansage von uns. Also von mir. Warum? Nein! Warum soll ich denn jetzt schon rausgehen? Das ist doch echt, das ist doch das Dünnste. Ich muss schon ins nächste Gebiet rein. Ja, ich dabei bin schon im nächsten Gebiet. Dabei habe ich das andere Gebiet noch gar nicht fertig gemacht. Ich
Ach, richtig du nicht. Zu Hause. Alter, ich schwör's dir. Ich werde gleich alle Voliant des Wissensbücher verwenden und dann kannst du genug rumheulen, ey. Dann bin ich Level 25 und dann kannst du gucken, wo du bleibst. Ja, ich mach Levelbot rein. Ja, was hat der denn für eine Waffe, Alter? Cool. So ein kleiner Pharao hier. Nice. So, ach, da hinten bist du. Es gibt eine Menge Höfe und Dörfer auf dem Diesa-Plateau, die für ihre Legionen wichtig sind. Das Problem ist, dass wir dauernd von Separatisten und Geistern überfallen werden. Unsere Soldaten geben ihr Äußerstes, um diese Gegner in Schach zu halten. Aber das ist ein endloser Kampf. Sie wären euch für jegliche Hilfe dankbar. Ach du Chef, was ist das für eine Stimme, Alter? Der raucht zu viel. Ja, Kinder, das passiert, wenn ihr zu viel raucht. Ah, Bildungsauftrag ausgeführt. Sehr schön. Fühl dich toll. Fühl ich mich auch. Oh, in diesem Gebiet gibt es immer so ein cooles Massenevent mit so einem riesen Typen, den man abschlachten kann. Das ist so mega lustig. Ja, yeah, 2% dieser Map erkundet. Oh yeah. So, das ist die nächste Instanz. Und Instanz betreten. Die Rückkehr des Banners. Nauze. Ich habe gar nichts gesagt. Du machst Geräusche, das reicht mir. Der Opa zu atmen. Genug gewartet. Ich würde sagen, wir schlagen zu. Nicht den Vater töten und uns bis zum Kopf kürzen, habe ich dir eben gerade schon gesagt, ne? Gut. So, jetzt haben wir so ein bisschen Berg hier hoch. Boah, super, wir können Angriff von oben starten. Oder auch nicht. Doch, wir können. So. Wow. Hat uns irgendwie nichts gebracht, oder? Nee, hat mir gar nichts gebracht. Au! Beim Schwertkampf geht zwar ein bisschen actionreicher zu, aber dafür muss ich hier nicht so krass auf meine Gesundheit achten. Bogenschützen. Apropos, jetzt habe ich den neuen Bogen noch gar nicht ausgerüstet, siehst du? Bam. Guck dir das an. Oh, mit Klingen! Er hat sogar Klingen, Alter. Dann kann ich sogar noch ausholen, Alter. Das wäre mega sweet, wenn ich noch mit dem Bogen so schlagen könnte. Ins Gesicht. Ja, ins Gesicht, Alter. Gefistet, Alter. Schlimm genug, aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Separatisten diesen Götzen in die Hände bekommen. Er ist zu mächtig. Hey, nochmal. Ihr bringt Cesric noch um. Lasst mich das erledigen. Kein magischer Götze ist Cesrics Leben wert, egal wie mächtig. Zurück mit euch. Wir haben es auf eure Art versucht und ihr seid abgehauen. Keine Banner. Ich lasse nicht zu, dass sie Cesric verletzen. Ihr versteht nicht, wir müssen den Austausch machen. Cesric wäre nicht in dieser Lage, wenn nicht... Char beim Rumzicken, wie niedlich. Wir wollen sie ja nicht stören, also begraben wir euch alle im gleichen Loch. Da könnt ihr weiter streiten. Was willst du, mickriges Mistmannvieh? Ey. So, jetzt kannst du wieder reden. Das Gelaber ist ja auch endlich fertig. Ich geh grad richtig aufs Maul, ne? Ich will auch grad gucken, wie ich hier am besten zurechtkomme. Siege der Jagd.
Ausreichen. Bam. Ach komm, ein Monster das Level Up, das hätten wir auch geben können. Boom, geschafft. Okay, Videosequenz. Die 293.000. Ihr habt das schon lange verdient, Valus. Kommt jetzt friedlich mit mir oder ich richte euch an Ort und Stelle hin. Ich war so nah dran. Ich bringe euch um, immer. Ihr seid schuld, dass er tot ist. Na los, gebt mir einen Grund. Genug. Tribun Brimstone will Valus unversehrt in die Zitadelle gebracht bekommen, um ihn vor das Tribunal zu stellen. Ich bringe ihn. Wir beide werden eine schöne, lange Unterhaltung führen. Nein, nicht alleine. Trupp, ihr werdet den Gefangenen begleiten und dafür sorgen, dass er lebendig ankommt. Tötet jeden. Jeden, der sich diesem Befehl in den Weg stellt. Tja, ich bin Legionär, du musst mir gehorchen. Schlambe. Cesaric is dead. Dead! Und ich bin wieder allein, denn er ist dead. Die SA Plateau. Leute, ich würde sagen, das beenden wir das mal ganz schnell. Wir haben jetzt gleich wieder 2 Minuten überlegen. Oh. Okay! Ich weiß nicht, bist du soweit? Kannst du mittendrin aufhören gerade? Ja, oder? Ja? Ich bin fertig. Ja, ich habe nämlich jetzt nochmal eine. Was ist das jetzt hier? Ich habe Post bekommen. Ich brauche nur ein wenig mehr Zeit. Tut mir leid, dass ich euch zurücklasse, aber Emma hätte mir den Handel niemals erlaubt und ich hätte keine Zeit, die Sachen zu diskutieren. Als ich zurückgeholt habe, treffe ich euch in der Hochpass-Freistadt. Wenn Emma und ihr nicht dann immer noch dabei haben wollt, komme ich. Aber erst, wenn Cesaric in Sicherheit ist. Ich hoffe, ihr versteht das. Danke für eure Hilfe. Wir sehen uns in der Freistadt, wenn alles vorbei ist. Valus Rauchmähne. Okay. Ja, und die Geschichte machen wir in der nächsten Folge weiter. Yay! Und du musst beenden. Da würde ich sagen, das war's mit Geldhaus 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dass das Kai dabei war. Die Bitch. Die! Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.